Hallo meine hübschen Hasileins, ja, heute mal ein ganz kurzes Kauftipp-Video. Ich nenne es heute Kauftipp-Video, weil ich euch auch gesagt habe, dass dieses Produkt noch ein extra Video bekommt. Und zwar habe ich das in meinem Tag, also besser gesagt in dem Tag, wo mich Woodgreen getaggt hat, wie hieß der denn gleich nochmal? One Year Best of Beauty Tag, genau. Da habe ich euch einen Lipgloss gezeigt, den ich von der lieben Doreen, die ich auch hier nochmal grüßen möchte. Ich grüße dich, mein Herzl. Und zwar möchte ich euch diesen Lipgloss vorstellen als perfekte Stormy Pink Lippe. Viele haben mit dem Stormy Pink ja jetzt so ein bisschen ein Problem. Ich habe das in meinem, wie gesagt, in diesem Tag, den verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox, habe ich das mitbekommen. Also es gibt die Sparte Mädels, die haben Probleme mit dem Auftrag. Die meinen, also die haben das Gefühl, dass der fleckig wird, weil sie eben nicht einen richtigen Pinsel haben. Es liegt wirklich einfach nur am Pinsel. Ich habe euch aber auch schon gesagt, dass das einfach ein Synthetika-Pinsel. Und ich sage jetzt gar nicht mehr viel dazu, ich mache darüber noch ein extra Video. Aber da brauche ich wirklich ein bisschen Zeit. Ich drehe jetzt die Videos vor der Arbeit und dann, das Stormy Pink Video, das weiß ich, das braucht auch ein bisschen mehr Aufwand, weil ich dann auch mein Auge ranzoome und dass ihr das einfach auch alles genau seht. Und ja, und manche haben halt einfach Probleme mit dem Verblenden. Weil ja, es ist halt ein Creme-Lidschatten und dadurch hat man halt manchmal so ein bisschen das Problem mit dem Verblenden. Bei mir klappt das einwandfrei, ich habe aber halt auch wirklich sehr, sehr gute Pinsel dafür. Und dann kriege ich auch ganz oft die Frage, wenn du Stormy Pink trägst, was trägst du denn dann auf den Lippen? Und das war auch immer für mich so eine Frage. Ich habe immer von Rival die... Ja, jetzt habe ich hier den falschen stehen, der ist jetzt von Rimmel. Ich habe immer von Rival de Loop die Nummer 25, die kennt ihr, die habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Die habe ich immer getragen und die hat auch sehr, sehr gut zu Stormy Pink gepasst. Die passt auch super. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet euch nicht im High-End-Bereich bewegen, sondern in der Drogerie und ihr habt einen Rossmann in der Nähe, würde ich euch empfehlen von Rival de Loop die 25. Das ist ein super toller Ton für Stormy Pink und auch für sämtliche Arten von Lidschatten. Der passt zu einem Smoky Eye, der passt zu einem total natürlichen Look, wenn ihr meinetwegen nur Eyeliner tragt und so ein bisschen, so ein bisschen einen helleren Lidschatten einfach. Da sieht der phänomenal aus. Also es ist wirklich ein ganz toller Lippenstift. Aber da ich es mag, gerade im Frühling, Sommer, wenn meine Lippen noch so ein bisschen, viele YouTuber sagen, juicy, wenn meine Lippen noch so ein bisschen juicy aussehen, also einfach so ein bisschen glossy, fruchtig, auf Deutsch übersetzt, finde ich das ganz toll, wenn das halt noch so ein bisschen glänzt. Und ja, Doreen hat mir diesen Lipgloss zugeschickt, die Verrückte. Ich weiß ja, MAC Lipglosses sind extrem teuer. Das ist von MAC ein Blush Glass. Ich weiß nicht, tut er die Lippen ein bisschen aufplustern, davon merke ich nichts. Aber ich merke manchmal, wenn ich den drauf mache, ist der so ein bisschen kühlend. Das merke ich. Da ist der wahrscheinlich, aber dass der jetzt meine Lippen voller macht, das stelle ich nicht fest. Und das ist die Farbe Ample Pink. Ich schreibe euch die Farbe auch nochmal unten in der Infobox, weil ich nicht weiß, ob ich das richtig ausspreche. Was ich allgemein zu der Textur von den MAC Lipglossen sagen muss, die sind klebrig. Aber, ja, die sind schon klebrig. Ich habe den jetzt schon eine Weile drauf. Aber, ups, siehe unten. Aber mich stört das nicht, weil wenn ein Lipgloss klebt, hält er dadurch auch länger. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr eure Lippen schließt und dann öffnet, dass der dann solche Fäden zieht. Wisst ihr, so ist das ja auch bei manchen. Überhaupt nicht. Aber ihr merkt einfach, da ist ein kleiner Widerstand da, wenn ihr eure Lippen... Aber das finde ich nicht schlimm, weil dadurch hält er auch länger. Der hält mir auf jeden Fall länger als jeder Drogerie-Lipgloss. Das muss ich wirklich dazu sagen. So, jetzt kommen wir mal zur Farbe. Ich swatch den euch mal. Der ist relativ deckend und das ist auch so ein Gloss, selbst wenn ihr Stormy Pink nicht habt. Und glaubt mir Leute, Franzi ist die Lipgloss-Queen. Ich liebe Lipgloss, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe meine kompletten Lipglosse gestern mal verglichen mit dem und einfach mal zu gucken, ob ich vielleicht einen Dupe finde. Könnt ihr vergessen. Die Farbe ist wirklich richtig toll, das ist so ein Rosenholzton, der ist nicht so hell, der ist auf gar keinen Fall so Barbie-rosa, sondern der ist mehr so, ja, edelrosa einfach. Der sieht total klasse aus und der passt und er hat auch so einen leicht muffigen Unterton und dadurch passt der natürlich super, super geil zu Stormy Pink, weil Stormy Pink ist ja auch so ein bisschen ein schmutziges Mauve mit so einem Fiedereinschlag und dadurch passt der wirklich richtig, richtig toll. Also wenn ich Stormy Pink trage und den,
kriege ich auch ganz viele Komplimente. Gestern hatte ich das auf Arbeit drauf. Und meine Kollegen haben auch gesagt, dass bei dir passt heute alles. Also die haben das echt gesagt und die sind keine schminkbegeisterten Mädels. Aber die haben auch gesagt, dass dein Augen-Make-up passt heute super. Und das war für mich nochmal der Anstoß. Ich wollte das Video sowieso drehen. Aber das war für mich nochmal der Anstoß, um das Video zu machen. Also es ist ein tolles Produkt. Es ist schweineteuer. Wenn ihr jetzt sagt, was kosten die denn jetzt? Kosten die 23 Euro? Ich glaube schon, ne? Oder? Sind die so teuer? Nee. Ich weiß es nicht. Aber um die 20 Euro kosten die Lipgloss auf jeden Fall. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu teuer, dann kann ich euch von Rival de Lube, wie gesagt, die Nummer 25 empfehlen. Ansonsten, wenn ihr so kleine High-End-Girls seid und sagt, ey, ich bin sowieso eine MAC-Queen und liebe die Lipglosse von MAC, kann ich euch den Blush, also nicht wie Blush, sondern mit P geschrieben. Ja, kann ich euch echt empfehlen und ist eine absolute Kaufempfehlung von der von dem Tragekomfort her, weil er wirklich, er klebt leicht, aber er hält wirklich lange. Wenn ich den drauf mache, brauche ich mir keinen Kopf machen, dass der mir irgendwo hin verläuft. Der ist, wie er ist und er hat einen tollen Glanz und die Farbe ist auch spitze. Also von daher, tolles, tolles Produkt und auf jeden Fall für mich meine perfekte Stormy Pink Lippe. Ja. Schaut ihn euch an, wenn ihr möchtet und lasst mir doch mal einen Kommentar da, was ihr so verwendet, wenn ihr Stormy Pink tragt. Im Drogeriebereich, wenn ihr da noch Empfehlungen habt, da würde ich mich auch nochmal umgucken. Aber an diesen Lipgloss kommt für mich keiner ran. Das ist einfach der perfekte Stormy Pink Lipgloss. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine Haselain. Lange keine Kaufempfehlungen mehr gedreht, aber das wurde wirklich Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Tschüssilein und Knutschilein.